Gestern hatte ich schon wieder einen Albtraum, wie man ihn nur selten erlebt. Es war so, also ich hatte mich an eine Klimaaktivistin geklebt. Sie hat sich dann an einen Cézanne geklebt und da standen wir nun an der Wand. Und ich fand es wirklich langweilig, weil ich Cézanne schon immer langweilig fand. Dieses kleinkarierte Getupfe, ich wollte es gar nicht sehen. Dann sind wir abgeführt worden, war nicht einfach zusammenzugehen. Denn unsere Stirnen klebten zusammen, es war keine Erotik im Spiel. Es war eher so, wie soll ich sagen, es war ein siamesisches Gefühl. Ich fühlte mich extrem verbunden und obwohl ich kein Aktivist bin, spürte ich es ganz genau. Sie war keine Terroristin und von wegen Erotik, das war so. Sie war nett, aber kein Scherz. Ihre Haare waren zwar lang, doch sonst sah sie aus wie Friedrich Merz. Wir wurden schließlich getrennt und gaben uns zum Abschied die Hände. Der Albtraum war dann auch genau hier pünktlich zu Ende. Es gibt so seltsame Träume, aber so ist das Leben. Und es gibt Schlimmeres als an einer Klimaaktivistin zu kleben. Zum Beispiel, naja, es geht ja immer noch blöder. Vielleicht klebe ich ja morgen schon an diesem Ministerpräsidenten. Gestern hatte ich schon wieder einen Albtraum, wie man ihn nur selten erlebt. Es war so, also ich hatte mich an eine Klimaaktivistin geklebt.